Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid jetzt willkommen, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich bin Mr. KP und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Es gibt einige Infos für euch und damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Info Nummer 1, ich bin wieder ein bisschen am Ranken, habe mich auf die Support-Rolle, wie ich es auch in meinen YouTube-Videos gesagt habe, auch ein bisschen mehr wieder versteift. Vor allem auf Hook-Champions und da fühle ich mich an sich ziemlich wohl. Nautilus, Blitzcrank, Thresh. Wir haben überlegt, ob wir noch Pike reinziehen. Die Stats sind ordentlich. Die Games, die wir verloren haben, waren die Stats auch ordentlich. Aber jetzt kam wieder dieser Punkt. Jetzt kam dieser Punkt, das muss ich einfach einmal sagen, dass ich einen kleinen Krampf gekriegt habe. Ne? Dieses Game war einfach so schnell vorbei, weil unser Toplaner, der Mentality is Key heißt, ja, eigentlich fünfmal direkt gestorben ist, alle Platten verloren hat und dann hat er das Spiel verlassen. Und dann habe ich mir gesagt, gucke ich mir mal sein Profil an, was ist das für ein Dude? Und der hat tatsächlich ein Game oder zweimal gewonnen. Aber, ja, selbst in den Games, also ich meine, hier spielt er irgendwie APZ. Das ist ein kompletter Irrsinn. Hier spielt er Attack Speed Fizz. Okay, er hat 22 Kills damit bekommen. Gecarried hat er damit trotzdem nicht. Und wenn man sich seine Summoner-Spells anguckt, der Typ hat einfach generell keinen Bock. Und ich meine 07, 37, 59, 14 Troll-Summoner-Spells, teilweise Troll-Builds. Und ich denke mir, warum kriege ich in meinen Dia-2-Games, wo es jetzt wirklich darauf ankommt, so ey, jetzt richtig auch Mechanics zu zeigen, warum kriege ich solche Leute in mein Team und warum sind die noch nicht gebannt? Also, klar, so everyone has a bad time, so ich weiß nicht, wie der für euch aussieht, aber ja, das hat mir jetzt erstmal so meine Ranked-Stimmung gerade wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Vor allem, ne, weil ich habe auch keinen Bock jetzt. Ne, ihr seht, ich habe es jetzt wieder geschafft. Ich bin jetzt Dia 2. Und so soll es auch eigentlich weitergehen. Naja, soviel zum Thema Ranked. Ein weiteres Thema ist Community Games. Donnerstags, ich weiß, ab 1.9. viele Ferien sind vorbei. Viele Ausbildungen und Studiengänge haben begonnen. Aber jeder, der Zeit hat, der kann sich donnerstags bereithalten. Unter dem Video in der Beschreibung steht immer eine Teamspeak-IP. Die gibt ihr bei Teamspeak ein. Eine Sekunde. Kleiner Tarn-Kensch im Hals. genau. Das heißt, Donnerstag, das ist ja morgen, ab 13 Uhr bin ich auf dem Teamspeak. Früher haben wir immer 13.30 Uhr gemacht. Ihr könnt aber auch schon um 13 Uhr kommen. Wenn da genug Leute da sind, wird auch da schon direkt gezockt. Ihr wisst, was abgeht. Find the Timo. Catch the Shaco. Meine Community hat mir eine Frage gestellt, weil ich so gut und gerne immer und oft LeBlanc gespielt habe. Wie es denn ist mit zum Beispiel Catch the LeBlanc? Könnte witzig sein. Könnte ehrlich gesagt witzig sein. Ich fand das total interessant, weil das gibt es auch noch nicht auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, es geht oder vielleicht geht es dann doch nicht. Man kann auf jeden Fall ein bisschen juken. LeBlanc ist nämlich auch ziemlich mobil. Aber wir nehmen nicht nur Find the Timo auf, eventuell Analysen, Skin Battles, Full APs, da seid ihr jetzt auch wieder gefragt, was wünscht ihr euch am meisten? Ja, Find the Timo, Catch the Shaco, I know it, I absolutely know it, aber was wünscht ihr euch darüber hinaus am meisten? Und da komme ich zum nächsten Punkt, nämlich die Kommentare von meinem gestrigen Video. Da war der Top-Kommentar, dass ihr euch eine A- bis Z-Reihe von mir wünscht. Und da habe ich schon ganz oft was dazu gesagt. Und ich habe vor, die A- bis Z-Reihe zu starten ab der Preseason. Ab der nächsten Preseason bzw. 2021. Weil wenn ich jetzt eine A bis Z-Reihe schreibe und dann in den Titel kommt, irgendwie A bis Z Season 10 2020, dann ist die Season ja auch bald wieder vorbei. Und wenn dann Leute wieder YouTube und googeln, dann finden die das nicht. Deswegen lieber knackig und frisch und aktuell Season 11 A bis Z. Das ist mein Plan. Freut euch auf jeden Fall drauf. So. Ich habe auch überlegt, ob ich nur ein A bis Z mache, so wie No Way das in seinem Stream gemacht hat. Hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber der hat zum Beispiel A bis Z Midlaner gemacht. Ich könnte A bis Z Midlaner und Supporter ziemlich gut bringen. Aber das größte Problem bei mir bei A bis Z sind die Toplaner. Illaoi, Mordekaiser. Die spiele ich einfach nicht. So Jungler kriege ich hin, ADCs kriege ich auch hin, aber so bei Toplanern hört es bei mir manche Jace. So. Ich habe einfach irgendwie keine Lust, so manche Champs zu spielen auf der Top, aber A bis Z3 ist auf jeden Fall geplant. Da könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Das heißt, kommt morgen. Alle, die können, erstmal auf den Teamspeak. Wir nehmen fleißig auf. A bis Z3 kommt. Dann habe ich zum Glück die FPS-Drops gefixt. Das habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video erzählt. Und jetzt kommen wir noch zu weiterem, zu Soundproblemen. Wenn ich jetzt ganz leise bin, hört ihr dann meinen PC? Er atmet doch noch relativ etwas lauter. Man müsste ihn eigentlich hören. So, ich denke mal, man hört meinen PC. Jetzt folgendes.
Ich versuche mal in mein Mikrofon, es gibt zwei Einstellungen, weil oft meinten Leute, Mike, dein Sound ist zu leise, mach mal was dagegen. Und ich kann es unheimlich schwer von zu Hause aus fixen. Unglaublich schwer, weil meine Videos hören sich alle gleich laut an. Und sobald ich es bei YouTube uploade, kommt irgendwie der Unterschied. Und ich weiß nicht, ob das jetzt von YouTube gefiltert wird oder ich habe hier noch einen weiteren Knopf. Ich drücke den mal und ihr guckt, ob sich der Sound verschiebt. Erstmal, wie ist der Sound jetzt? Ist er normal im Vergleich zu anderen YouTube-Videos? Ist er gut laut? Kann man es gut hören? Übersteuere ich vielleicht sogar viel zu krass? So, und jetzt drücke ich mal den anderen Knopf. Das ist jetzt zum Beispiel nur das Mikrofon-Input und nicht die anderen Inputs noch mit drin. Ich vermute mal, dass ich jetzt leiser bin. Vielleicht gibt es auch keinen Unterschied. Hört ihr jetzt den PC? Wahrscheinlich hat sich da nicht so viel dran geändert. Ich finde es aber mega spannend. Ich drücke jetzt nochmal den nächsten Knopf. Jetzt bin ich wieder auf den Einstellungen zurück, wie ich vorher war. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme direkt so überhaupt überprüfen kann, aber ich wollte es mal probieren mit euch zusammen live. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den ich auch probieren will, denn ich habe hier in meinem Mikrofon einen Filter, der nennt sich Rauschunterdrücker. Der ist jetzt auf minus 10 Dezibel. Das heißt, ihr hört jetzt meinen PC? Fährt sogar gerade ein bisschen auf, müsste man hören. Jetzt gehe ich mal auf maximale Geräuschunterdrückung auf minus 60 Dezibel und schaut mal jetzt, ob ihr den. Der PC wird gerade tatsächlich ein bisschen laut, aber hört ihr jetzt einen Unterschied? Ah, Krankenwagen von draußen. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Aber jetzt zum Beispiel habe ich die erste Soundeinstellung mit einem Rauschunterdrücker von minus 60 Dezibel. Jetzt nehme ich den Rauschunterdrücker mal wieder raus. Ich bin nämlich selber super gespannt. Ihr müsst mir ja wirklich Feedback geben, weil. So. Oder ich höre es mir selber an das Video. Das geht natürlich auch. So, jetzt habe ich wieder den Rauschunterdrücker auf minus 10 Dezibel. Und ich hoffe, es ist alles gut. Das waren so meine kleinen Infos. Also, ich bin fleißig am Ranken. Bei meinen Support Champions läuft es sehr gut. Neben den Hook Champions habe ich immer noch Bart und Senna. Senna ist eben mehr ADC momentan, aber ist auf jeden Fall auch ein cooler Champion. Ich hoffe, ihr findet mein Pulli fresh. Das ist mein Lieblingspulli aktuell. Kleine Ansage nebenbei. Außerdem, okay, wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon dabei sind, ihr, dann gibt es noch eine Frage. Ich habe nämlich eine Frage an euch. Die allerletzte Frage. Und zwar, habt ihr Bock auf ein FAQ? Weil die Leute, die mich auf Twitch im Streaming vermissen, die schreiben mir dann bei Instagram oder ich merke das unter den YouTube-Videos, die Leute, die klassische Fragen, Mike, kannst du von YouTube noch leben? Mike, was ist jetzt eigentlich mit deinen Plänen mit der Ausbildung? Mike, bist du noch mit deiner Freundin zusammen? Mike, wie geht's Nala? Mike, wohnt ihr noch in Köln? All solche Sachen. Und da habe ich mir überlegt, habt ihr vielleicht Bock auf ein FAQ? Ich weiß, jeder YouTuber, der seinen YouTube-Kanal gründet, der macht erstmal ein FAQ. Und man kann auch irgendwo keine FAQs mehr sehen. Ah! Aber mein letztes FAQ ist, glaube ich, 3, 4 oder 5 Jahre her. Ich will nicht lügen, müsst ihr selber gucken. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Beziehungsweise, ich gucke mal ganz schnell. Ist ja kein Teufelswerk. Ich gebe jetzt einen Mr. Mike LP auf YouTube. FAQ. Und das letzte FAQ ist vor 3 Jahren her. Ist schon, also ist 3 Jahre her. Also wenn ihr Bock habt auf ein FAQ, schreibt es mir ebenfalls. Schreibt mir zu den Geräuschen was. Schreibt mir zu allem, was ich gesagt habe, was. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen sehen. Morgen um 13 Uhr, ab 13 Uhr. Ihr könnt auch noch um 14 Uhr kommen, ihr könnt um 15 Uhr kommen, ihr könnt um 16 Uhr kommen. Ich habe morgen, meistens mache ich den auf dem Teamspeak von 13 bis 18 Uhr. Natürlich, wer früher kommt, der ist so besser, weil dann bist du wahrscheinlich an den Aufnahmen dabei. Jeder kann kommen, egal welche Elo, ob Bronze oder Diamond. Fühlt euch da nicht zu schlecht. Ich versuche die Teams auch immer fair zu machen. Ja. FAQ, das war die nächste Frage. Dann wollte ich noch eine Sache und zwar, ich habe ein neues Lieblingslied und ich finde es super interessant, weil ich bin 30 Jahre alt und viele, die mich jetzt schauen, die sind vielleicht jünger. Und ich habe früher, als ich 20, 22 war, wo ich Hip-Hop getanzt habe, ich hatte so unglaublich viel mit Musik zu tun. Ich kam von der Schule nach Hause, ich habe erstmal Musik durchgeblättert, neueste Musik angeguckt auf meinen MP3-Player gespielt. Damals hatten wir noch MP3-Player, bevor wir alles auf dem Handy geladen haben. Egal. Auf jeden Fall, ich war immer so up to date, was Musik anging. Und jetzt merke ich, ich bin 30, ich kenn fast gar keine Musik mehr. So klar, Charts und so kriegt man mit. Aber jetzt habe ich einen Song entdeckt, den ich sehr cool finde. Und das wäre zum Beispiel mein Geschmack. Das wäre mein Geschmack. Und zwar heißt der Song Saturday Night Remix.
Ist auch relativ bekannt. Einige kennen ihn wahrscheinlich von Khalid und Kane Brown. Ich werde das Lied unten in der Beschreibung verlinken. Jeder, der Bock hat und wissen will, so was hat Mike jetzt vielleicht gecatcht, so was ich auch kennen könnte, das wäre so ein Song. Den finde ich super entspannt. Einfach um auch so ein bisschen privat mich nochmal kennenzulernen. Genau. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, die ich sagen wollte, aber sie fällt mir tatsächlich nicht mehr ein. Wir hatten Musik, wir hatten das Teamspeak. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe heute mein erstes Coaching, denn ich habe Coaching angeboten. Ich habe gesagt, je nachdem, wie zufrieden man ist, kann man sich entscheiden zwischen 20 und 25 Euro die Stunde. Der erste Replay-Analyse ist kostenlos und dann wird eben gecoacht. Das habe ich heute das erste Mal, wollte ich nur mal sagen, dass ich mich auch darauf freue, ein bisschen weil mein Wissen auch weiterzugeben. Ich hoffe, es läuft gut. Damit ihr einfach Bescheid wisst, wo ich gerade stehe. Ja, und damit verabschiede ich mich. Das ist, glaube ich, das längste Infovideo, was ich gemacht habe. Schaue auf mein OBS und sehe, es ist über 10 Minuten und denke mir so, yes, at least something. Naja, geplant war es nicht, aber es macht irgendwie wieder Spaß, auch mit euch zu schnacken. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, es kommen viele Kommentare, weil wir interagieren im Endeffekt zusammen. Und in diesem Sinne, euer Mr. Mikey P., wie ich das Video gestartet habe, werde ich es auch beenden.